Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Sie zu dieser virtuellen Pressekonferenz begrüßen zu dürfen. Ich darf an dieser Stelle unsere heutigen Gesprächsteilnehmer vorstellen, und zwar Daniel Albertini, CTO und Mitbegründer von Anyline, Universitätsprofessor Dr. Sepp Hochreiter, Vorstand des Instituts für Machine Learning an der Johannes Kepler Universität Linz. Hallo. Und Dr. Klaus Pseiner, Geschäftsführer der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft. Tag. Wir freuen uns auch sehr, Vertreter der österreichischen, also internationalen Presse willkommen zu heißen. Bevor wir starten, noch ein Hinweis. Sie haben am unteren Ende der Livestreaming-Seite die Möglichkeit, auch schon während der Pressekonferenz Fragen einzusenden, die wir im Anschluss dann sehr gerne beantworten werden. Und damit darf ich das Wort auch schon an Herrn Albertini übergeben. Ja, von meiner Seite auch nochmal einen schönen guten Tag. So, die Anyline, die setzt erstmals in der 7-jährigen Geschichte jetzt mal auf eine Forschungskooperation zum Thema künstliche Intelligenz. Der Kooperationspartner wird hier Professor Sepp Hochreiter sein, der das Institut für Machine Learning an der Johannes Kepler Universität Linz betreut. Das Besondere an der Kooperation ist, dass es sich hier nicht um klassische Auftragsforschung handelt, sondern wir wollen echte Grundlagenforschung betreiben und einen intensiven Wissensaustausch anstreben, mit auch publizieren auf Konferenzen und so weiter. Diese Kooperation soll Österreich als Innovationshotspot natürlich stärken und dafür gibt natürlich auch zusätzlichen Schub eine FFG-Förderung, was wir kürzlich bekommen haben, die wir in die sogenannte Anyline-Trainer-Plattform investieren. Konkret heißt das, Anyline und die JKU finanzieren gemeinsam ein 3-jähriges Doktorandenprogramm, wo neue Techniken im Bereich des Few-Shot-Learnings erforscht werden sollen. Das bedeutet für die Anyline mehr Kraft in der Expansion und auch soll die internationale Rekrutierung stärken. Im Moment sind wir eben 75 Leute eben aus stolzen 26 Ländern mit Standort Wien und einem kleinen Vertriebsstandort in Boston. Jetzt nochmal kurz zum Detail. Beim Few-Shot-Learning, das ist eine Bereich des Meta-Learnings, wo es darum geht, neuralen Netzen nicht nur anzutrainieren, sondern neuralen Netzen das Trainieren besser zu lernen. Das heißt, neuronale Netze können dann sehr viel effizienter mit nur sehr wenigen Shots, sehr wenigen bei uns Beispielbildern neue Anwendungsfälle antrainieren. Wenn man sich das vorstellen will, zum Beispiel eines unserer Produkte ist, wir scannen verschiedenste IDs oder Führerscheine. Und da kann man sich vorstellen, wir brauchen nicht mehr hunderte Ausprägungen, um unser Produkt zu trainieren, sondern vielleicht nur mal ein, zwei Beispielbilder, um es zu trainieren, zum einfachen Verständnis. Die Idee für die Kooperation ist eigentlich letztes Jahr entstanden. Wir haben damals den Herrn Professor Hochreiter zu uns ins Büro eingeladen für einen Vortrag, so wie wir in der Vergangenheit, im Moment ist das ja nicht mehr möglich, regelmäßig prominente Persönlichkeiten eingeladen haben, so wie zum Beispiel Herrn Franz Fieböck, den Alexander Beuntner, oder auch die Patricia Neumann von der IBM. Und eben in dem Vorgespräch zu der Präsentation ist, wie sie so, die Partnerschaft angesprochen worden und entstanden. Kurz noch zu Anyline. Wir sind 2013 gegründet worden, spezialisieren uns seither auf das Thema künstliche Intelligenz und wollen diese auf das Smartphone bringen, um Prozesse zu erleichtern und Fehler zu vermindern. Wir konnten die letzten Jahre sehr, sehr stark wachsen, haben aktuell ca. 200 Kunden und mit unserer Software werden im Moment täglich 400.000 Scans absolviert. Ein neuestes Beispiel, zum Beispiel die Lead Horizon, die Google Corona-Tests erstellt, verwendet unsere Technologie, um den Registrierungsprozess sehr viel einfacher zu gestalten, indem einfach der Ausweis abgescannt wird, anstatt dass alle Felder passen. Ausweisnummer, Geburtsdatum und so weiter manuell eingetippt werden müssen. Die Kooperation mit dem Herrn Professor Hochreiter ist ein absoluter Meilenstein für die Anyline. Wir sind sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Und eben, wie gesagt, der Professor ist einer der wenigen auf dem Gebiet, die sich nicht eine große Uni hat locken lassen oder von Google oder Facebook hat anwerben lassen, sondern hier in Österreich, in Linz, echte Grundlagenforschung auf Top-Niveau macht und das macht mich natürlich sehr stolz. Und
Damit möchte ich auch schon an den Herrn Professor Hochreiter übergeben und möchte mal fragen, was Ihnen so die Kooperation so bedeutet. Auch hallo von meiner Seite. Teilweise, ich brauche hier der Ton weg. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich freue mich auf die Kooperation. Ich wünsche mir hier in Österreich mehr so Firmen wie Anyline, weil hier ist ganz was Besonderes. Wir können hier Sachen einsetzen, die top-notch sind, die ganz vorne in der Forschung sind. Das haben wir bis jetzt nur mal gekonnt mit Google und Facebook. Das sind bekannte Firmen. Und viele von unseren Kooperationspartnern in Deutschland, in Europa, hinken immer ein halbes Jahr, Jahr oder ein Jahrzehnt hinterher. Hier ist erst eine Firma, die wirklich Gas gibt und wirklich die neuesten Technologien einsetzen möchte. Bei uns in der Forschung sind gerade Sachen wie Future Learning, Meta Learning ganz heiß. Und zwar deswegen, weil die klassische KI oder das Deep Learning, das wir bis jetzt machen, sehr gut sind, Bilder zu verarbeiten, Sprache zu verarbeiten. Aber jetzt möchte die Community den nächsten Schritt gehen. Und der Mensch, der lernt auch nicht, nachdem er mal sehen gelernt hat, nachdem er sprechen gelernt hat, nochmal an Millionen Beispielen, sondern der kriegt ein, zwei Beispiele und kann eine neue Aufgabe lösen. Und das ist der nächste Schritt, wo die Community hingehen möchte in der künstlichen Intelligenz. Wenn ich eine gute Repräsentation meiner Umgebung habe, wenn ich eine gute Repräsentation der Welt habe, dann kann ich auch sehr schnell lernen. Und das ist wichtig jetzt im Einsatz für Firmen. Ich habe einen neuen Kunden, ich hatte schon einen Kunden, jetzt möchte ich mich schnell auf den Kunden einstellen. Ich habe ein neues Produkt, ich hatte aber schon ein Produkt, jetzt muss ich nur kleine Änderungen machen. Jetzt muss ich nicht alles von vorne lernen, sondern mit ein paar Beispielen kann ich mich einstellen. Und hier sind wir mit Anyline wirklich ganz vorne dran. Future Learning, wenn Anyline irgendeinen Kunden hat, was scannen möchte, irgendwelche Zahlen einlesen möchte, hat man da vielleicht schon gelernt, ja, was ist, wenn es spiegelt, wenn es verdreckt ist, wenn vielleicht die Lichtverhältnisse nicht so gut sind. Und wenn man jetzt einen neuen Kunden hat, der auch was ablesen möchte, wäre es bis jetzt die Technik gewesen, man fängt von vorne an zu lernen. Es dauert, man braucht ein halbes Jahr, bis man auf dem Markt ist, aber mit dem Future Learning, mit dem, dass man das alte System verwendet, auf die neue Aufgabenstellung, auf den neuen Kunden adaptiert, ist er vorne dran. Und damit bläst man natürlich alle Konkurrenten vom Markt und man macht Geld, aber das ist eher auf der Seite von Anyline. Uns interessiert ja kein Geld, uns interessiert ja in der Forschung mehr Wissen zu generieren. Und das ist das Spannende, wie kann man durch eine gute Repräsentation sich auf neue Tage, auf neue Aufgabenstellungen einstellen und schnell lernen. Und ich muss sagen, es gibt auch andere Firmen, die in Konkurrenz vielleicht mit Anyline gehen werden, wie Samsung, die möchten auch sowas machen. Google möchte es machen. Also man ist nicht alleine auf dem Markt, die anderen schlafen nicht. Aber ich glaube, bei diesem Einscannen von dem Ding glaube Anyline, seid ihr nicht schon Marktführer, aber damit auf jeden Fall Marktführer sein und wirklich alles vom Markt erwischen, was bis jetzt dauert. Ja, danke. Möchten Sie vielleicht noch sonst Ihr Institut kurz vorstellen und die aktuellen Forschungsthemen? Ja, da könnte ich sehr viel reden. Also ich leite hier das Institut für Machine Learning in Linz. Linz, glaube ich, kennt man hier in Österreich. Und auch das LIT AI Lab, das ist LIT steht für Linz Institute of Technology. Außerdem haben wir hier eine Alice Unit. Also was mir wichtig ist, ist nicht nur Österreich irgendwie an den Markt zu bringen, sondern ganz Europa. Was eine viel schwierigere Sache ist, da ist Deutschland dabei, ist Frankreich dabei, das versuchen mit diesen Alice-Instituten, Cyber Valley und so weiter ist ein Stichwort. Wir versuchen gerade Europa dahin zu bringen, wo Silicon Valley schon ist, wo die Chinesen sind. Und hier in Österreich, in Süddeutschland, habe ich einen Fokus auf Maschinen und Anlagen bauen, die Sensoren in die Maschinen zu bringen, da neue KI-Technologien zu bringen. Und bekannt bin ich wahrscheinlich durch LSTM, was die meisten Leute kennen, das in fast allen Handys, Android,
iOS und so weiter ist. Deswegen kennen mich auch die Facebooks und die Googles und möchten da kooperieren. Auch hier lokal möchte ich wirklich die lokalen Firmen voranbringen, indem sie die neuen Technologien sich zumindest anschauen, versuchen zum Einsatz bringen. Ich habe mit Google gesprochen, Google DeepMind in dem Fall, die haben gesagt, naja, was das bisschen Engineering, das man in Österreich macht, das kann man ja leichter zukaufen. Und dann tun wir unsere KIs, unsere Technologie da einbauen und übernehmen den Markt. Bei Autos sieht man es, da gibt es jemanden, diesen Elon Musk, der mit Tesla schon Gas gegeben hat, ich formuliere es mal so. Das heißt, es ist nicht völlig abwegig, dass diese digitalen Komponenten in vielen Sachen, die wir produzieren, in Maschinen und Anlagen bauen, wichtiger werden. Und dadurch auch mehr Kundenbindung ist. Ich weiß, was der Kunde macht. Ich weiß durch die Daten, die zurückfließen sofort, welche Maschine nicht funktioniert, welche Probleme die hat, wann sich der Kunde ärgert und so weiter und so fort. Aber das muss man nicht Google überlassen. Das können wir hier auch selber machen. Wenn wir die Leute ausbilden, wenn wir unsere Industrie dazu bringen, diese neuen Technologien sinnvoll einzusetzen und wirklich High-Tech einsetzt, verlieren wir diesen Markt nicht. Und den dürfen wir nicht verlieren. Das wäre katastrophal, wenn wir das verlieren würden. Und wir sind dran, das nicht zu machen. Und Anyline ist die erste Firma, die wirklich ganz vorne mitspielt. Wir versuchen, die anderen auch dahin zu bringen und vielen anderen die lange Nase zeigt, mit diesen ganz neuen Technologien, die in dem Fall, wenn ein neuer Kunde kommt, wenn eine neue Aufgabe kommt, man das sofort lösen kann, ohne den Kunden zu vertrösten und sagen, wir müssen erst Daten erzeugen, wir müssen erst ein neues Modell trainieren und so weiter und so fort. Also hier, Anyline hat eine Vorbildfunktion, aber ich möchte nicht nur Anyline nach vorne bringen, sondern auch andere österreichische Industrie. Vielen Dank, Herr Professor Reuter. Zweiten Punkt, den ich heute auch noch ankündigen möchte, ist eine Förderung der FFG. Es ist jetzt die dritte Förderung, seit Anyline besteht, was wir von der FFG bekommen haben. Und diese ist sehr wichtig, die fließen nämlich jetzt in die Forschung und Entwicklung unserer sogenannten Anyline Trainerplattform. Hier ist im Gegenzug zum Future Learning, wo wir versuchen, mit möglichst wenig Daten zu trainieren und dem neuen Netz das Lernen beizubringen wollen, versuchen wir hier das Trainieren einer Software so einfach zu gestalten, dass das jeder Kunde selber machen kann und dann erforschen machen, wie kann dann das Produkt beim Kunden, während es in der Produktion ist, reifen und quasi weiter trainieren, ohne dass ein Mensch Hand anlegen muss. Und dafür möchte ich jetzt noch den Herrn Dr. Pseiner ankündigen und ihm das Wort übergeben. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Herr Professor Hochreiter, Ihr Engagement, das ist ja wirklich sprichwörtlich. Und das ist, erinnere mich zurück, wie Sie den Austria Award empfangen konnten als Forscher des Jahres 2018. Alles, was Sie seither gemacht haben, bestätigt das ja eindrucksvoll. Danke vielmals für Ihr ganz starkes Engagement. Aber was ich sagen möchte, ich habe mich sehr über die Einladung von Anyline gefreut, heute hier mit dabei sein zu können. Und das aus mehreren Gründen, die möchte ich ganz kurz ein bisschen darstellen. Sie können es nicht sehen, aber ich habe vor mir liegen einen Auszug eines ganz aktuellen WIFO Policy Briefs. Weil man darf ja nicht vergessen, wir stecken ja auch wirtschafts- und innovationsbezogen in der stärksten Krise, an die wir uns alle erinnern können. Und dieser WIFO Policy Brief über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Forschungs- und Innovationslandschaft hat ein zentrales Thema, das er highlightet, nämlich Unternehmen, die auch jetzt F&E betreiben und in F&E aktiv sind, kommen besser aus dieser Krise raus. Und ich glaube, das ist ein sehr zentraler Befund. Und in diesem Befund findet sich eigentlich voll inhaltlich das heutige Setup. Herr Albertini hat schon gesagt, für Anyline ist Forschung nichts, was man sich jetzt überlegt hat. Das
eigentlich die ganze Unternehmensentwicklung vom Startup weg bis eigentlich jetzt in die Scale-up-Phase war immer begleitet von F&D und Innovationsaktivitäten. Das ist, ich würde sagen, das macht die DNA von Anyline aus. Und wir in der FFG sind sehr froh, solche Partner in der Scale-up-Kategorie zu haben. Wir bezeichnen Unternehmen wie Anyline eigentlich als Gazellen, weil sie stark wachsende Unternehmen sind, die auf sehr anspruchsvollen, dynamischen Märkten aktiv sind. Und das gepaart gibt meistens die Voraussetzungen, gute F&E und gute Innovationskraft zu entwickeln. Weil wir vergeben, an die FFG kann man nicht ein Ansuchen stellen und dann wird das zugeteilt, sondern jede Projektfinanzierung muss im Wettbewerb gewonnen werden. Und unser Wettbewerb ist ein harter. Wir haben sozusagen Genehmigungsgrößenordnungen in manchen Bereichen 5, 6, 7 zu 1 nur. Das heißt, das zeigt, dass die Qualität der Anyline-Projekte, wie sie aufgesetzt sind und wie wir sie beurteilen können, absolutes Top-Niveau hat. Das sage ich jetzt schon einmal danke für dieses ganz starke Engagement. Das zeigt uns, dass das Unternehmen Anyline, obwohl noch in einer sozusagen Größenordnung, die überschaubar ist, sehr professionell aufgesetzt ist. Unser Eindruck, ich habe mir das von meinen Kollegen, die die Beurteilung vorgenommen haben, sagen lassen, das Unternehmen besticht durch eine unglaublich starke Innovationskraft und hervorragende Expertise der Mitarbeiter, die dort tätig sind. Ich glaube, davon lebt das Unternehmen, das ist das Asset, das man einbringt. Und das jetzt weiterzuentwickeln mit einer wissenschaftlichen Kapazität, wie es Sepp Hochreiter darstellt, ist eine Bombenliaison. Dazu kann man nur gratulieren. Und ich sage auch ganz klar, das ist sehr ungewöhnlich, so eine Forschungskooperation, vor allem noch so nahe an der Grundlagenforschung für ein Unternehmen dieser Größe. Das zeigt und das ist für uns wichtig, dass es eine ganz starke, nachhaltige, strategische Positionierung gibt. Man will hier nicht das Geschäft heute und morgen machen. Man will sich als ganz starker Partner international positionieren. Und das spiegelt sich in den Ansätzen, wie F&E und Innovation betrieben wird, wieder. Das finden wir gut. So eine Partnerschaft unterstützen wir. Das ist etwas, das wahrscheinlich auch noch viel Potenzial für weitere Kooperationen mit der FFG hergibt. Da denke ich eben an Anyline, da denke ich auch an Sie, Herr Professor Hochreiter, auch an Ihr Institut. Ich glaube, da können wir in Zukunft noch mehr draus entwickeln, vor allem so, wie das jetzt einmal startet. Und was mich besonders freut, ist, dass Anyline offensichtlich noch Rahmenbedingungen vorfindet, was vor allem was die Kundenlandschaft betrifft, die auch ein Agieren jetzt in dieser krisenhaften Situation ermöglicht. Das geht nicht allen so gut, das ist auch ein bisschen ein Glück, aber das Glück muss der Tüchtige nützen und weiterentwickeln. Wir von der FFG werden das unterstützen, wir tun das auch schon. Wir haben alle unsere Prozesse, wie soll ich sagen, pandemiefest gemacht und abgeschlankt. Das heißt, für uns steht momentan der F&E-Kunde wie Anyline, wie ein Institut von Professor Hochreiter ganz oben. Wir wollen extrem unbürokratisch ganz schnell agieren. Wir wollen alle unsere sozusagen die Zeit, Time to F&E-Contract massiv verkürzen. Wir sind sehr bereit, auf Sonderwünsche jetzt in dieser Phase auch einzugehen, wenn es denn nur dem Ziel dient, ein starkes, strategisch wichtiges F&E-Projekt zu starten. Das war bei Anyline der Fall, da sind wir sehr dankbar. Wir schauen sehr interessiert auf die Entwicklung dieses Projekts und diese Partnerschaft Anyline, Sepp Hochreiter, gibt dem Ganzen eigentlich noch einen zusätzlichen Added Value. Ich glaube, das schaut hervorragend auf. Ich wünsche dieser Kooperation alles Gute und wir von der FFG werden alles tun, um die weiter zu unterstützen. Vielen Dank, Herr Dr. Pseiner, für die abschließenden Worte. Es sind doch in der Zwischenzeit schon erste Fragen bei uns eingelangt.
Die erste kommt von Andi Danzer. Der Standard richtet sich an Universitätsprofessor Hochreiter. Und zwar, wie schätzen Sie es von Forschungsseite ein, wie lange es dauern wird, dass Few-Shot Learning tatsächlich funktioniert und sich einsetzen lässt? Wo sehen Sie die größten Hürden? Das sind keine Hürden. Wir sind in einer anderen Zeit. Wenn wir bei Google und Facebook schauen, die werden es einsetzen. Das wird nächste Woche da sein. Anyline hält mit, aber wir haben keine Zeit mehr, was zu entwickeln und dann es auszutesten. Das ist gleich auf dem Markt. Ich habe Sachen erfunden. Da wurde ich dann angerufen. Ach, da hat mich genauso der Apple-Entwickler hat mich angerufen, 2 Wochen, nachdem wir das auf Archive gestellt haben. Und sie haben gesagt, er hat das eingebaut in das iOS. Das war wieder ganz was anderes. Das heißt, es geht innerhalb von Wochen von der Grundlagenforschung bis hin, bis jemand Geld damit macht. Amazon hat ein halbes Jahr, nachdem wir was erfunden haben, gesagt, sie haben jetzt 1 Milliarde Umsatzsteigerung durch das, was wir hier in Linz erfunden haben. Das war die Geschichte mit dem Mojito, was wir dann den Mojito gezahlt haben. Also es geht sehr, sehr schnell. Das Few-Shot Learning ist heute schon auf dem Markt. Ich bin mir sicher, Google hat es irgendwo drin, Samsung hat es drin, bin mir absolut sicher. Und Anyline. In Ordnung. Eine weitere Frage richtet sich an Daniel Albertini, und zwar in welchem Ausmaß wir mit den Yeet Horizon Tests arbeiten oder wie die bei uns schon in Verwendung sind. Also die Yeet Horizon ist immer ein Kunde von uns, und wenn man sich so einen Test kauft, was man im Drogeriemarkt machen kann, wenn man den aufmacht, dann muss man, wenn man sich testet, sich registrieren. Und in dem Registrierungsprozess muss man auch seine Ausweisdaten digitalisieren. Normalerweise, wenn man in ein Labor geht, wird der Ausweis geprüft. Und bei den Yeet Horizon Tests wird es digital über das Smartphone oder über die Webkamera von einem Notebook kann dann der Ausweis überprüft und digitalisiert werden. Und das passiert schon. Und das ist schon seit Yeet Horizon eben die Tests kaufbar sein, funktioniert das produktiv. Vielen Dank, Albertini. Eine nächste Frage richtet sich an Dr. Pseiner. Wie sehen Sie die aktuelle Forschungslandschaft in Österreich, auch im Vergleich zu Europa gemessen? Also die Beurteilung der Forschungslandschaft ist jetzt natürlich eine Beurteilung einer Dynamik in einer starken Krise. Und wir haben eine einzige Referenz, das war die Krise 2008. Die haben wir sehr genau monitort und auch die mittel- und langfristigen Folgen, soweit es die Forschungsaktivitäten betrifft. Wir sind jetzt, obwohl die Krise schon ein Dreivierteljahr andauert, noch in einer sehr dynamischen Phase in Österreich. Also wir haben zum Teil relativ stark steigende Nachfrage nach Forschungsfinanzierung, weil viele der strategisch gut positionierten Unternehmen jetzt alle Kapazitäten nützen, um danach stark aus der Krise rauszukommen. Wie lange dieser antizyklische Trend anhält, wage ich nicht zu behaupten. Also das kann sein, dass früher oder später teilweise die Luft ausgeht, aber wir versuchen jetzt, so viel wie möglich auch zu ermöglichen. Und da ist auch ein Dank an die Bundesregierung zu richten. Wir haben die finanziellen Möglichkeiten, das zu tun. Wir haben gerade jetzt avisiert bekommen, ein Forschungskonjunkturpaket über das Bundesministerium für Klimaforschung und von der Frau Ministerin Gewessler, wo es darum geht, klima- und umweltrelevante Fragestellungen gesondert finanzieren zu können. Das betrifft sozusagen nicht den Rest, der bleibt gleich, aber wir haben zusätzliche budgetäre Mittel, um jetzt in dieser Krise agieren zu können. Also meine Hoffnung ist, ich hoffe, dass die Dynamik lange bleibt und ich hoffe, dass der Abfall danach sehr moderat stattfindet. Danke, Dr. Pseiner. Eine weitere Frage an Dr. Hochreiter, und zwar: Was ist der Unterschied zwischen Exzellenz und einfachem Anwender in Machine Learning? Sehr diffizile Frage. Exzellenzbegriff
Da gibt es andere, die drüber forschen. Ich sage mal, statt Exzellenz fundiert die gute Ausbildung. Mit der guten fundierten Ausbildung kann man Algorithmen adaptieren, so wie es die Firma, so wie es ich brauche. Ich verstehe die Mathematik dahinter. Ich kann damit umgehen. Dann gibt es die anderen, die laden von GitHub oder so weiter irgendeine Software runter. Und wenn sie funktioniert, sind wir glücklich. Wenn man noch ein paar Parameter einstellen kann, geht es auch gut. Aber ich kann es nicht für mich so nutzen, als wenn ich mit der fundierten Hintergrund bis mit der fundierten Ausbildung verstehe, was auch mathematisch dahinter ist, was auch hardwaretechnisch dahinter ist. Ich spreche jetzt was an wie GPUs, um das zu beschleunigen. Und da sehe ich den Unterschied zwischen den reinen Anwendern, die was runterladen, und die, die das verstehen. Die, was verstehen, die haben auch die Möglichkeit, das weiterzuentwickeln und neue coole Ideen zu haben und zu publizieren, aber auch nur das für sich nutzbar zu machen. Danke, Dr. Hochreiter. Das Wort bleibt gleich bei Ihnen für eine nächste Frage, und zwar, lassen Sie mich das vorlesen. Unternehmen wie Anyline fokussieren sich auf Computer Vision, und in den USA gibt es einen großen Trend in Richtung fahrerlose Autos. Wo sehen Sie die nächsten großen Projekte oder Entwicklungen im Bereich AI? Oh Mann, das ist eine sehr allgemeine Frage. Selbstfahrende Autos, hier, wir haben hier das Audi Deep Learning Center. Wir kooperieren mit einigen deutschen Automobilfirmen beziehungsweise Tier-1-Firmen. Aber die sind großteils stillgelegt gerade. Also die Firmen haben zu uns gesagt, hey, unsere Leute sind in Kurzarbeit und wir können bei euch nicht einen Haufen Geld reinstecken. Die Leute verdienen da viel. Das heißt, einige dieser Projekte sind im Moment stillgelegt. Also der Vertrag läuft noch, haben wir gesagt, wir hören auf, aber wir haben genügend andere Anfragen. Das geht nicht. Also das Selbstfahren gerade hier bei mir ist gerade runtergefahren, weil die entsprechenden Firmen gerade andere Probleme haben, einen Fokus woanders hin haben und nicht diese selbstfahrenden Autos gerade sehr stark weiterentwickeln. Die Frage ist, wo sind die großen neuen, wie soll ich sagen, Einsatzgebiete, Forschungsthemen in AI? Eins haben wir hier schon angesprochen, ist aber nur ein Aspekt davon, wo wir gut sind inzwischen, ist sowas wie Bildverarbeitung, wir sind gut in Sprachverarbeitung. GPT-3, da werden wir auch, sind wir auch gerade dran, den zu killen, da anzutreten mit einem sehr viel einfacheren System, das aber besser funktioniert. Aber das ist in der Sprachverarbeitung. Aber was ist der nächste Schritt sollte sein, wie Future Learning, dass man die Welt besser versteht, dass man, wenn man guten sensorischen Input hat, sehr schnell den so kombiniert, Korrelationen sieht, Abhängigkeiten sieht, um sich schnell einzustellen, schnell was zu lernen. Also der nächste Schritt der Intelligenz, der nächste Schritt des Lernens. Und das wird wichtig sein. Das wird wichtig sein für jede Firma, weil wenn ich einmal was lerne, ich möchte nicht immer dieses Monster nochmal lernen, also diese Sprachverarbeitungsdinger, sondern ich möchte es einmal lernen und dann immer wieder adaptieren. Wenn ich einmal Sehen gelernt habe als Mensch und ich gehe dann in die Küche, dann fange ich nicht von vorne an, Sehen für die Küche zu lernen, sondern ich habe das schon. Das heißt, die Produkte, die Sachen, die später mal rauskommen, die werden also ein Rohmodell vom Sehen haben, wir ein Objekt erkennen, wir haben ein Rohmodell von der Haptik, von irgendwas anfassen, fühlen, Sachen bewegen. Mit denen kann man schon kommunizieren. Und dann später, wenn sie ausgeliefert werden, tun sie sich auf die Aufgabenstellung, für die sie jetzt gebraucht werden, einstellen. Das heißt, ich liefere irgend so ein Gerät raus, es kann ein Koch werden, lernt dann kochen. Ich liefere ein Gerät aus, es kann aber auch Straßen kehren, muss aber nur ein paar Mal sehen, wie man den Besen bewegt, wie man die Straßen sauber wird. Aber ich muss nicht greifen lernen, ich muss nicht sehen lernen, ich muss nicht hören lernen. Und da möchte ich hinkommen, dass man so ein Universalgerät hat, das sich sehr schnell einstellt. Und das, was wir mit Anyline machen, ist schon der erste Schritt dahin. Aber es wird noch viele, viele Schritte in die Richtung gehen müssen.
Danke, Professor Hochreiter. Und ich denke, mit diesen zukunftsweisenden Worten und mit einem Ausblick auf alles, was noch kommen kann, denke ich, können wir diese Pressekonferenz schließen. Es dürften auch sonst keine Fragen mehr eingelangt sein. Damit bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Teilnehmern und unseren Zusehern für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen schönen Tag.